Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Hier geht's weiter mit Dano und Xar. Servus. Moin. Also bist du jetzt nicht so begeistert von der Holzwand? Also die ist so, ja, die, eine Holzwand. Also ich finde das so ein bisschen so, ich weiß nicht. Langweilig. So im Vergleich zum Boden irgendwie so, boah. Weißt du, der Boden sieht so edel aus und die Wand so, boah. Das ist so, na gut, dann. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt unmittelbar wüsste, was man da Besseres hinmachen könnte. Das ist mein Problem. Dann lasse ich die jetzt einfach so stehen, dann kann man sie auch schnell wieder greifen. Vielleicht fällt uns dann was ein, genau. Ja, das stimmt. Diese roten Blumen in die Kochzutaten? Oder genau, ja. Ja. Ah, da sind sie ja auch. Küchenboden. Xar, wie ist denn das da hinten mit deinem. Genau, das habe ich jetzt vergessen. Also ich würde hier so die Wand rüberziehen. Okay, also willst du das gar nicht größer haben? Nö, ich brauche eigentlich ja nur die Forge und die Zementmischer. Arg viel mehr brauche ich da in dem Bauraum ja nicht. Ja, dann könnten wir doch da hinten ein Klo machen. Oh, ja? Klo? Ja. Ich hier neben dem Klo. Oder, warte, noch besser, wir können da drin so eine Essecke machen mit Tischen und Sesseln. Rechargeable ja. Battery zu. Kannst mal so Autoteile, glaube ich, reinschmeißen. Rechargeable? Oder? Nö. Ich hätte dann war es bei Werkzeug. Oder, ja, dann Werkzeug. Bei Werkzeug mache ich auch das Teil dann rein für die Nägern. So. Oh ja, da ist die Kettensäge. Wo gibst du für die Nägern das Zeug hin? In die Werkzeugkiste. In die Reihe, wo die Nägern drin sitzt quasi. Okay, dann passt's, ja. Okay. So, was hier wollt ihr? Sitzecke und sowas machen? Ja, da herüben so eine kleine Sitzecke. Mhm. Da ja. So eine Küchenzeile mit Eiskasten und sowas vielleicht. Oh. Mhm. Mhm. Da drüben dann so ein Apothekenbereich, mehr oder weniger. Hat was gebrüllt. Wo war das? Hat das jemand gesehen, gehört? Das war, glaube ich, gegenüber vom Händler, hinten. Hinten? Aber ich glaube, die hat nicht richtig geschrien. Das war, glaube ich, nur so ein Todesschrei. Anfangsgequietsche, ja. Ein Anfangsgequietsche, ja, so kann man das auch nennen. Wir müssen echt noch mehr Lampen aufbauen, dann auch draußen, dass man noch den Bereich vor den Spikes gut sieht. Ah, nächste. Da haben wir das Problem, dass noch so schief runtergeht, also. Ja. Ja, gut, das gehen wir hin. Gut, das wird. Finde ich schön. So, pass mal auf, hier den Raum haut dann. Was wollte ich jetzt als Boden hier machen? Achso, ich habe überlegt, ob man da den Dingsboden macht. Ja gut, stimmt, wenn man hier diesen roten macht. Ah ne, das ist mir zu rot, glaube ich, für da drüben. Ja, zur Küchenzeile passt, weil die Teile auch rötlich sind. Dano, kannst du hier noch kurz einen roten Platz hinsetzen? Ja. Ja, Moment, ich mache eh gerade noch welche. Ja. Ich hatte nicht zu wenige. Bitteschön. Dankeschön. So. Probier's mal da drüben mit dem Adobe-Zeug. Müssen wir mal gucken, wie das dann aussieht. Ein, zack, 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 Sand, zack, zack. Von diesen weißen Adobe-Blöcken sollen wir dir noch welche bauen? Ja, gell? Nö, habe ich jetzt erstmal 400. Ich glaube, damit kommen wir schon eine Weile rum. Adobe Peach Block war das, was du da testweise hingemacht hattest. Genau, ne? Das war der Peach. Mache ich jetzt einfach mal Nummer 20 oder sowas. Irgendwer von euch hat Hunger. Ja, mache ich. War, glaube ich, gleich drum kümmern. Muss auch dringend was essen. Ist obwohl, 0%. Habe ich auch schon ein bisschen. Dann nehmt euch was Leckeres. Wir haben doch was ganz Leckeres. Ja, Gemüseeintopf und. Ach nee, es ist Fleischeintopf. Habe ich noch gar keinen. Unglaublich. Die Pilze habe ich noch nicht so viele. Aber gut, dass du sagst, ich schau mal nach, ob die fertig sind. Da brauche ich Erde mit. So, da zweige ich mir jetzt endlich einmal Erde ab. So, die kommt mit, die bleibt da unten. Ach, ist das schön, essen zu können, ohne in die Kiste zu müssen. Also, beziehungsweise ohne, dass die Kiste belegt ist. Achso, wenn jemand was trinkt, meinst du? Ja. War ja sonst immer alles gleichzeitig belegt, ja. Eben. So, das kann man jetzt erklären, das war jetzt schon das zweite Mal. Ich gehe in der vorletzten Folge runter, ich sehe noch, dass die Pilze alle nicht fertig sind. Ich gehe heute runter, es sind alle Pilze außer zwei weg.
Weg? Ja. Na, weg ist, das ist jetzt weg nicht ist das dümmlich. Erste Mal. Ja, vor allem, das ist jetzt wirklich nicht zum ersten Mal. Ich mach die jetzt mal mit mehr Abstand. Ich weiß nicht, ob es daran vielleicht liegt. Wäre möglich. Weil eventuell vergammeln die, glaube ich, auch, wenn die dir zu lang stehen. Ich gehe ja jede zweite Folge runter schauen. Ach so. Ich das letzte Mal geschaut habe, waren es noch nicht fertig. Eben, weil ich die Angst habe, dass da schon wieder irgendwas ist. Und dabei ist der Boden da unten sogar gedüngt. Also es sollte eigentlich sogar schneller wachsen. Wobei mit schneller bin ich mir gar nicht mal so sicher. Ich meine nur, dass der Ertrag mehr ist. Ja. So, ich habe immer noch einen Knochenbruch. Da wollte ich ja noch was gegen machen. Oh ja, du hast einen Knochenbruch. Du warst dagegen. Also sorry, es gibt immer noch keinen Veggie Stew. Wir haben zu wenig Pilze. Zustände hier. Du willst doch eh lieber den Fleisch. Bei das der Veggie Stew ist eigentlich fast Verschwendung. Der bringt nicht so viel wie der Meat Stew und du brauchst Pilze für. Ja, auf der anderen Seite ist Abwechslung nicht schlecht, wenn es dann mal ausgeht. Ja gut, klar, das schon. Die Frage ist, wofür braucht man sonst Pilze? Also für irgendein Medikament. Ja, warte, ich wollte. Ach, wahrscheinlich für die Antibiotics. Ja, nein. Das könnte sein. Möglich. Würde sinnvoll klingen. Wo ist die alchemistisch da? Also, warte, ach, komm, den Boden hier nehmen wir einfach, wo gut ist. Du kannst nachher übrigens den neuen Workbench hinstellen, gell? Hab ich die nicht schon gebaut? Doch, aber die ist noch im Bordzeug drinnen. Ich sag ja aufstellen, wenn du dann soweit bist. Ach so, ja, okay, klar. Für die Antibiotika brauche ich's. Also wenn ich selber mal Antibiotika herstellen muss, dann brauche ich die Maschine. Also wie vermutet, macht ja auch Sinn. Ja. Meinst du, das macht sich gut als Boden für die Minibikes? Oder ist das? Ich hätte das Dings genommen. Die Herrgott, wie hießen sie? Brick? Moment. So, die schönen Brick-Dinger. Die schönen Brick, diese gepflasterten, die hießen Brick Perverse. Also die hätte ich eher ins Klo gelegt, aber nicht als Mini-Bike-Parkplatz. Doch, also das sieht aus wie ein gepflasterte. Da könnte man doch so eine Reihe rund ums Haus damit verlegen, zum Beispiel, so als Weg. Das wäre eine Möglichkeit, ja. Aber diese Brick Perverse finde ich super, als so sieht aus wie eine gepflasterte Einfahrt eigentlich, finde ich. Also, finde das sehr, sehr passend. Hier muss man aber, glaube ich, auch an der Forge machen, oder? Ja, glaube. Ich muss nachschauen. Brick Perverse. Ja. Das in der Forge hier. Nicht mehr genug Clay drin liegt. Dann nimm die andere, daneben ist noch eine mit Clay. Ja, nö, ich schmeiß aber in die erst noch eine Clay rein. In der zweiten hier hast du viel Clay, oder was brauchst du noch? Stone brauchst du dazu noch. Da ist Stone und Clay drinnen, gesagt, der da. Soll ich 138 mal herstellen, oder sind das zu viele? Bitte was? 138 Steine. Was damit? Herstellen? Ja, oder sind das zu viele? Ich weiß nicht, wofür wir es noch brauchen. Vielleicht auch also wenn wir wirklich rundherum einmal ums Haus legen, dann werden wir ein paar brauchen. Wenn ich jetzt nur die Einfahrt in Anführungsstrichen mache, dann brauchen wir nicht so viele. Ja, rund ums Haus meinte die Dano, glaube ich, mehr die anderen, die du jetzt vorher gedacht hattest. Genau, die du gerade hergelegt hast, diese... Ach so. Ja gut, dann mache ich einfach mal sich, das sollte reichen. Ansonsten kann ich hier immer noch mehr machen. Eben. So, ich wollte jetzt die Dinger da bauen. Ich weiß noch nicht, wie sie heißen. Ich bin hier nicht rum. Wieso? Weil. Darf doch wohl hier rumstöhnen. Weil so halt. Ne, gibt's nicht. Also rumstöhnen ist ja eindeutig erlaubt. Keine Ahnung.
Geh mal schauen, warum ich stöhne. So. Ach, ist das schön, wenn man kein Wasser holen muss, weil man noch so viel Schnee hat. Faulheit. So. Faulheit sieht. Gebrochenen Bein erstmal schön über die Böden hier jumpen. Perfekt. So, jetzt habe ich aber den Eingang nicht mittig. Das ist nicht symmetrisch, oh mein Gott. Moment, da ist irgendwas nicht. Das ist gar nicht gut. Das ist alles andere als symmetrisch. Der Eingang. Achso, den Eingang hatte ich in die Flucht zum Lager gebaut, aber das Lager ist nicht zentrisch. Ah. Okay, dann müssten wir unter Umständen. Spannend, was Kuya da macht. Ich würde einfach unter Umständen einfach mal drauf scheißen. So. So einfach. Es ist halt nicht symmetrisch. Wir sind in einer Apokalypse. Wer denkt da schon an Symmetrie? Willst drauf scheißen? Hat Kuya gesagt. Also, das war nicht der Kuya, das war ein anderer. Ich wäre ja dafür, dass da besser aus Klo gehst. Ja, wir haben ja keins. Ja, eben. Das ist ja das Ding. Und wenn wir eins haben, dann, ist es nicht symmetrisch. Dann machen wir einen Donnerbalken über die Mauer. Das wär's. Richtig schön vor die Tür kacken dann. Ich brauche jetzt endlich eine Schaufel. Wieso habe ich immer noch keine? Weiß nicht. Ah, zip, zip, zip. Jo, na gut. Das Fenster da rechts lässt, ich glaube, das mache ich lieber zu. Ich kann ja wegsaufeln. Was? Ich will nicht weggesaufelt werden. Nein, 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 nein. So eine Saufelei. Nein, da habt ihr es mitgekriegt, wie der weggerannt ist. Ja, ich habe vor Saufeleien habe ich echt Respekt. Egal, was mir da dazu jetzt einfällt, ist wirklich besser machen. Nein, glaube ich auch nicht. Geh wieder. Was denn? Ich habe hier größte Symmetrie-Sorgen und ihr plödelt nur rum. Wie hast du gesagt? Scheiß drauf? Ja, da habe ich auch drauf geschissen, aber das kann ich kein zweites Mal. Das würde zu viel von mir abverlangen. So. War doch so lassen. Ach du Gott, hier ist ja auch noch ein ganzer Raum. Alter, finde. Okay. Auch ein paar Frames. Nee, Baukram. Die Nacht schon wieder bald vorbei und ich hab's Haus noch nicht fertig. Das ist unglaublich. Ja, hast du glaubt, dass du da in 0, nix fertig bist? Wird doch wohl in einer Nacht ein Haus bauen können. Was? Hallo? Ein Haus in einer Nacht gebaut worden? Wenn ja, dann möchte ich nicht wissen, wie das jetzt ausschaut. So ein Fertighaus, weißt du, so wie in Amerika, die vom Truck geladen werden, so bomb, fertig. Ja, du, ich weiß, dass Hochhäuser so eine Etage pro Woche bauen, aber man muss ja nicht übertreiben. Was war das Ergebnis davon? Hauptsache, die bauen so schnell und die Glasplatten fliegen 2 oder 3 Jahre später auf die Straße. War voll toll. Naja Gott, das ist halt, wenn Österreicher schnell bauen. So. Dieses Gebäude gehört nicht einmal mehr an Österreicher. Allerdings, die Deutschen sind damit pleite gegangen. Also mittlerweile, glaube ich, gehört Saudi-Arabien oder so. Ja, so endet es dann meistens. Ja. Wenn wir uns alle genug blamiert haben, dann kommt irgend so ein Scheich und zeigt uns, wie man damit Geld verdient. Ja, die Firma, die das baut, ist echt pleite gegangen.
Oh, ach, naja, wird doch. Hauptsache, sie haben Sport. Ja, das ist ja auch so häufig hier, wenn irgendwo wieder mal eine Mall aus dem Boden gestampft wird, um dann danach festzustellen, ja, pff, eigentlich braucht's keiner. Es nutzt halt einfach keiner. Ja. Weil irgendwie ja in Dann jedem hätte ich hier eine Einkaufszentrum, was wir irgendwie haben, ja, doch dieselben Läden drin sind. Na sowas. Eigenartig, ne? Also überall das Gleiche, ob du jetzt in Frankfurt einkaufen gehst oder in Darmstadt oder in da, wo ich geboren bin, in Wetzlar, in Mittelhessen. Jede Stadt hat ihre eigene Mall und überall sind dieselben Drecksläden drin. Wenn in einer nichts kriegst, kriegst du in den anderen auch nichts. Aber nein, wir haben kein Überangebot, wir müssen noch mehr bauen. Genau. Konsum! In dem Bezirk, in dem ich vorher gewohnt habe, da haben sie ein Geschäftsgebäude neben einem anderen gebaut, obwohl die Hälfte davon davor schon leer gestanden hat. Aber Hauptsache, sie bauen fleißig weiter. Nicht, dass dann plötzlich Geschäfte da einzogen werden, nein. Weil die Gegend eigentlich absolut unattraktiv halt war. Ja, da hat wohl wieder mal jemand die richtigen Leute an der richtigen Stelle gekannt. Aber in unseren Gefilden haben wir natürlich sowas wie Korruption oder sowas nicht. Das ist Nein, no, niemals. was? Was ist denn das für komisches Das ist Das ist ja nur in ganz bösen anderen Ländern der Fall. Naja. Für uns heißt es dann halt nicht Korruption, sondern Vetternwirtschaft. Ja, oder Lobbyarbeit. Oder Lobby, ja, das Oh kommt auch ja, die öfter vor. Lobbyisten sind die Ja. besten, ja. Dann keine Korruption, das ist gute Lobbyarbeit. Ja, natürlich. Man muss nur alles mit Man guten muss Worten nur. umschreiben und Man kann dann alles ist schön das. reden, oder wie? Ja, dann ist das alles gut. Es ist übrigens eiskalt. Ich wäre euch sehr verbunden, wenn das Haus bald fertig würde. Wir haben dicke, fette Mäntel und die kann Weiß, man ich habe sie gerade anziehen. angezogen. Ich bedanke mich übrigens sehr für den Hinweis, weil ich bin. Hier ist Auch am recht frisch Frieren. auch, ja. Ja. Was Ja, denn? rennen wir da in meine In Axt. deine Saufel. Ich? Nein. Ich wollte ja auch mal besaufelt werden. Es war keine Schaufel. War eine Spitzhacke. 2, 4, 6, 8, Oh, noch 10, einiges. 11. Oh, 50 Bauern hier. So. Alle. Da brüllt was, ja. War tendenziell rechts, also Ja, der ist hier bei mir. was bei dir? Nee, doch bei dir da hinten ist das, ne? Schreierin ist weg. Oh, da sind Ist beide Sis weg. dabei. Ist das hin, oder? Ja, denk schon. Dann können wir gemütlich weiter Haus bauen. Ja. Da macht es schon. Ach du Gott. Du baust ja hier. Was? Der Wahnsinn. Ja, Laksa. muss. Da links ist ein Aber Error. Aber Hast du leider was kein gebaut? Schuss mehr für meine Hunting. Ah, was Okay, der drauf ist gegangen. tot. Aha. Vorsicht, hier kann man noch nicht runter. Da bin ich gerade dabei, die Rampe zu bauen. Oder man kann schon Aha. runter, aber wie gesagt, die Rampe fehlt noch. Gott, was du baust hier, das ist monströs, um das mal Ja, vorsichtig zu sagen. anders geht's nicht, So, jetzt muss ich da weil mal runter. man sonst von der Höhe nicht runterkommt. Lootest du den Feral? So, mach ich gleich. Jetzt möchte ich wieder nach oben. Das baut ja mal so stillschweigend, ohne uns Bescheid zu Ja, sagen. Ich hab doch gesagt, ich baue die Brücke. Ja, aber doch nicht die Golden Gate Bridge. aber es hat den Vorteil, wir können dann echt mit den Minibikes hochfahren. Ja, es ist super. Das ist absolut super. Können da unten dann so richtig Ach, eine Straße bauen, mehr oder es ist weniger. nur verdammt monströs. Mehr fällt mir Also, dazu nicht ein. wie gesagt, also ich hätte es ja auch direkt oben ranbauen können, aber das habe ich ja im Singleplayer gehabt, das ist keine gute Idee. Wie viel? Wenn du praktisch die Brücke so baust, dass sie praktisch über die Spikes drüber geht, Hm? dann rennen die Zombies die Rampe hoch, springen über alle deine Spikes und stehen direkt vor deiner Base.
Und das ist ja nicht so toll. Deswegen muss man die Brücke erst über die Spikes bauen und dann außerhalb der Spikes die Rampe, beziehungsweise die Brücke, dass die Zombies, wenn sie über die Rampe rennen, dann in die Spikes unten fallen. Und dass sie die Rampe bekloppen da unten, dass die irgendwie Ja, Betondinger weghauen? könnte passieren, aber ich habe die so gebaut, dass die andere Säule die andere Seite noch mitträgt. Also sie müssten beide wegkloppen. Beziehungsweise ich werde unten jetzt auch noch verstärken, Ja, dass sie und nicht. Spikes noch außenrum könnten wir ja Ja, noch machen. klar, das Ja, auch. ja. Ja, dann sieht das ja eigentlich ganz Brauchst du gut noch aus. rote Adobe-Blöcke oder was? Die baue ich gerade. Müsste eigentlich dann gleich hoffentlich Okay. genug haben. Schaut doch ganz okay aus. Ja, dieses Rot an Rot, das gefällt mir noch nicht so, aber ich weiß einfach keinen besseren Boden. Ist nicht so, dass ich Was restlos ist, wenn du am zufrieden bin, Rand aber. eine Reihe weiß machst? Ich Dass man meine, eine weiße Reihe macht, ja, das könnte man schau mal überlegen. rüber kurz zu mir, da wo ich die Apotheke habe. Ich bin da zwar auch noch nicht ganz zufrieden. Moment. Was treibt der da schon wieder? Was ist zwischen Werkstätte Weißt du, und Küche? das ist der Nachteil, dass wir die Türen auf geradem Weg haben. So zwischendrin fällst du einmal weg, also, sonst läufst du auf geradem Weg hin, buff, weg. Ich glaube, wir brauchen doch wieder diese Nein. Tür. So als Ja, ja. Kontrast ist vielleicht nicht schlecht. Ich Mir glaube, ich gefällt würde da den trotzdem noch Mittelstreifen nicht. von hier wegmachen, diese Trennung Und da zwischen noch den beiden. rosa. Und da auch noch rosa? Das Naja, ist. das ist auch. Ja. Ja, da bin ich noch am Überlegen. Ich bin noch ein bisschen am Hin und Her probieren. Need help oder alles okay? Help. Gott, der steckt ja ein. Jetzt ist er tot. Aber hier hab's dann noch eine Fertigung. Ja, der rennt da unten, du willst rum. Jetzt kommt der Achtung. Jetzt ist er hinüber. Ja, also so weg. Dann kriechen. Nein. Genau. Jetzt Gut. schaut's wieder ruhig aus. Denk an den Polizei-Zombie zu rufen. Ich. Ja. Eieiei. Immer diese Unterbrechungen, da möchte man nur gemütlich Ja, vor ausbauen. allem, das war jetzt eine richtige Wanderhorde, oder? War ja keine Schreierin. Doch, doch, war eine Schreierin. War eine Schreierin. Ah, okay. Ach toll, der Polizist hatte 5 Gammelbrötchen dabei. Ah, super. Warum war der auch so fett? Was, weil er 5 Gammelbrötchen hatte? Ja, das sind nur noch 5 übrig. Nur noch 5 über. Die anderen 300 hat er schon gegessen. Wie der aussah. Ich meine, was der kotzt, ist ja eigentlich auch Gammelzeug. Also insofern kommt man mit Achso, so einem Druck raus und daher hat schon kommt das ja. 30, 40 Brötchen und Oh, einmal schön durchgekaut. soll ich den Rand mitbekommen? Ich glaube, macht man wirklich nur hier am. Insofern ist es fast nichts. Okay. Nur da, wo auch so eine rote Wand ist. So. Mache ich gerade fertig. Da, genau. Dann setze ich die neuen. Genau. Warte, ich hätte noch einen weißen Block, den kann ich da dann auch setzen. Den setzt du da einfach rein, wo du gerade weghaust. Genau. So. Ne? Ach, er knurrt ja schon Nein, wieder rum. 25%. Aber deine Pflanze kannst du ruhig wegnehmen, aber ich hau dort nicht hin, weil dort steht mir das Ding zu nah. Ich habe da auch so ein bisschen Respekt noch vor. Ich nicht. Das heißt, Forges brauchst du eigentlich nur die zwei da abbauen, oder? Sollen wir die mal leer machen? Da ist halt noch ganz viel Stein und Lehm drin, glaube ich. Ja gut, das kann man ja rausholen. Man muss halt nachher neu einschmelzen. So, das kann man einfach so entnehmen. Du kannst. Komm mal hier zu der anderen Forge, nimm die rechte.
Ja, habe ich. Du kannst dir ja auch Small Stone aussuchen, auch Clay, auch Lead. Du kannst alles so wieder rausholen, wie du das rein dann hast. Was? Small? Ach, tatsächlich, Small Stone. Zack, euer dann her damit. Scheiß drauf. Was? Was tut's jetzt? Die baut's ja. Erst quasi. Okay. Geht aber ziemlich schnell, also im Vergleich. Deswegen hat die andere doch da 14 Minuten gebraucht, bevor es leer war. Und Iron machen wir auch einfach, das Scrap, das brauchen wir eh zu verstärken. Ja, genau, das bräuchte ich sowieso für die Spikes unten. Ja. Irgendwas müssen wir uns da echt einfallen lassen, aber ich glaube, sonst stirbt Co ja noch da. Was? Ja, bei unserem Abgang. Wie, was? Ja, hier, im Lager. Wollen wir das noch so lassen, dann bist du irgendwann... Ja, das lassen wir. Spaß muss sein. Na gut. Mit der Ranch kann ich die Dings abbauen, oder? Die Alchemie, den Alchemietisch. Ja. Nimm aber vorher das Holz raus. Hab ich. Okay. Und dann einfach mit Linksklick abbauen. Ja. Okay. Ihr seid schuld, wenn es nicht funktioniert. Ich habe nichts gesagt, das war alles klar. Ach, wie nett. Wie nett, genau. Nee, danke, ich habe schon eine Workbench ruiniert, das reicht. Das stimmt allerdings. Da habe ich 4 Wochen genug. Nett. Überhaupt, weil ich echt nur einmal da drauf gehabt habe. No. Ach, da. Oder da? Oder hier? Oder hm? Wo setzen wir eigentlich unseren Briefkasten hin? Vor die Haustür. Wo ist der, wo ist die Workbench? Beim in dort, ja, aber Rüstungskiste. Im Bau. Der meinte noch nicht aufgebauten. Achso. Den habe ich in die Baukiste dann installiert. Jetzt ist man natürlich wieder heiß. Vorher war mal kalt. Cool, hier Jacke ausziehen. Ja, bin quasi dabei. Ich sehe sie nur nicht, die Workbench. In Bau. Baukram oder in dem fertigen und dem anderen Baukram? In der ganz rechten. Bauzeug, zweite Reihe, letztes. Ach, da, 2, 3, da oben. Ich hab unten geguckt beim fertigen. So, mal gucken. Da, ob ich die. Sieht die Scheiße aus. Ja, im Zweifel. Danke. Ah, Cobblestone und. Ach, das muss ich vorher bauen. Gut, dann bauen wir mal davon die hier. Das machen wir anders. Cobblestone? Ob fertig und nett? Doch. Doch, ein bisschen ist noch da. Oder war noch da. Ich hoffe, die kann man unendlich ab und wieder aufbauen, die Dinger. Nämlich gerade mich umentschieden beim Bau hier. Also. Das machen wir mit dem Platz, oder? Machen wir einen Platz dazwischen. Da kommt eine Mauer. Ja, echt aus. Da kommt, zack, eine Mauer. Nimm die weg da. So. Zack. Gut. Multitool, die Rohrzange. So. Die wäre es natürlich ideal für so eine Sitzecke. Da hat man die voll schöne Aussicht. Ach, das dauert ja nur noch 13 Minuten, bis hier der Stein durch ist. Ja, das ist relativ. Naja, gut, dann müssen die halt noch ein bisschen warten, bis wir sie umsetzen. Die würde ich auch gerne, glaube ich, eins hochsetzen. Fallen mir nicht so die Forges so am Boden. Ja, dann setzen wir halt. Könnten wir irgendwie noch sowas drumherum mauern. Mhm. Aber wenn wir die an die Wand. Fenster eventuell noch wegnehmen. Ich habe da noch so eine Idee, wie man das aussehen lassen kann.
dass das ein bisschen wirkt. Überhaupt ist dieser Raum noch so groß und so leer. Da muss noch was kommen. Was bauen wir so furchtbar riesig? Wieso? Überhaupt also, nicht. Die Küche ist jetzt überhaupt nicht so riesig, finde ich. Ja. Also hinten der Bauraum schon. Können wir ja vielleicht irgendwo noch eine Toilette abzwacken oder so. Man könnte das so machen. Ja doch, warum nicht? Dann hat man eine schöne... So groß ist das auch nicht. Haben wir ja auch noch. In der Mitte so eine Art Werkbankbereich. Kisten. Wer von euch stöhnt darum? Ja, ja, ja. Die dicke Jacke dann doch mal ausziehen, ja. Hab's vergessen gehabt. Ja, mehr als dich darauf hinweisen kann ich aber nicht. Ja, er war da gerade am Bauen. So, den kann man schräg aufsetzen. Aber schaut scheiße aus. Ah, du bist in der Küche geworden. Immer nur noch unschlüssig, wohin der Ofen kommt. Kleiner oder großer Wasserhahn aus Waschbecken? Großer. Hopp. Genau. Magst du das zweite Waschbecken gleich daneben haben? Lass nicht fürs Klo nehmen. Wir können ja noch welche kaufen. Sofern die welche haben, also die sind ja nicht immer da. Dann machen wir das jetzt so. Als ich vorher drüben war, war zum Beispiel keins da. Ich wollte eh gleich nochmal laufen, dann kann ich gucken. Kann man das hier irgendwie reparieren? Brauchen wir dafür Holz im Gepäck? Ah, genau. Ah, da hat wieder was gejaunert, habt ihr das gehört? Ja, war aber schnell genug tot. Yay. Ach, wir wollen ordentliche Mülleimer, oder? Boah, ja, wenn schon richtig. So. Geht noch ein ganzer Raum, was kommt denn hier rein? Wo die zweite Workbench steht, dieser, wo der ganze Boden... Hier kommt meine Schneiderei rein. Eine Schneiderei. Ja, okay. Nee, also ja, so viel Platz brauche ich eigentlich nicht. Also da könnte man sich auch noch irgendwas überlegen. Machen wir noch ein Bad, wenn wir hier noch reinhauen irgendwie, denke ich. Genau, ein Bad mit Swimmingpool. Oder so. Kannst die Schneiderei auch noch hier drüben reinmachen mit, wenn du magst. Reicht dir das Stückchen da für die Schneiderei? Dann haben wir dann schön im Pool. Ja, das könnte man. Prinzipiell eigentlich schon, ja. Ja, oder komm mal hier rüber. Ja, wobei, eigentlich könnte man hier so bis hier rüber machen, so. Ja. Und das hier am Eck war dann die Badewanne. Okay. Ich will Pool und keine Badewanne. Also ich hätte mir gedacht, da so gerne 50 Meter einen schönen Bahn. Pool hier. Ja, richtig Pool so. Und noch ein Jacuzzi und eine Cocktailbar und eine Cocktailbar. Geht bestimmt. Hast du die Küche schon angeschaut? Nee, natürlich nicht. Moment. Oh, ja. Ist jetzt noch nicht ganz fertig, aber... Aber groß. Ich glaube, die Küche sollte darüber ziehen, Zuxa. Nee, die bleibt schon hier im Garten. Nee. Ich weiß noch nicht, da entweder mache ich noch eins hin. Wird am gescheitesten sein, dann hat man da eine riesengroße Arbeitsfläche und da kann man eben Tisch und Sessel hingeben. Aha. Und hier? Achso, hier war Apotheke quasi. Apotheke, ja. Da gibt es ja auch irgendwelche Labordinger. Ich weiß nicht, irgendwas gibt's da. Muss ich schauen. Hängeschränke brauchen wir noch für die Küche. Aber dazu sollten wir erst die Decke einziehen. Das ist richtig. Achso, Decke. Ja, Decke wollte ich fragen. Machen wir jetzt nicht noch oben drauf, sondern dann nehmen wir die oberste Reihe und nehmen das zur Decke. Quasi, ich baue jetzt ja, das hatten wir ja gesagt. Die fünfte Reihe ist Decke. Genau, ja. Ja. Ja, okay. Da wird randaliert wieder mal da draußen. Kann man sich vorstellen, dass wir da trotzdem abstützen. Beziehungsweise als Decke könnte ich mir jetzt die hier eigentlich ganz gut vorstellen. Was, die Holz?
Klassische Holz, ja, können wir machen. So, warte mal, hier wird übel randaliert. Da scheint irgendeine Wanderhorde anzukommen. Ja. Meine schönen neuen Spikes. Achso, wir sagten, wir sind nicht mal mit denen da. Halt mal. Und da kommen noch mehr. Da kommen noch richtig mehr, hörst du? Wolltest du nicht Munition sparen? Ich habe 1000 Nitrat, da nur auch fleißig war. Dann hätte ich aber auch ganz viel Munition. Ja, du brauchst keine. Nächste Schreierin stelle ich dir in dein Bett. Schlafzimmer haben wir noch keine, die kommen erst oben, oder? Könnten wir auch unten machen, wir könnten auch ein Schlafzimmer draus machen. So, würde ich aber sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das war eigentlich ganz lustig aus hier gerade. So. An der Horde tanzt dort unten. Okay, ja. Ich finde, wir sind ganz gut vorangekommen. Sieht echt nice aus. Jo, kann sich durchaus sehen lassen. Durchaus schick. Ja, die Zombies sind super schick. So. Wollte doch. Gucken mich nochmal. Oder hier, warte mal. Wir gehen mal rüber zu Danos Küche. Haben wir nochmal einen schönen Screen für die Folge. Lachst du gerade alleine? Mhm. Ja, ich brauche noch einen schönen Screen für die Folge. Da kommt eine Schreierin. Ich seh's. Moment, die krieg ich. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Weil die schreit schon. Mhm. Weißt nee, du? Das ist der Spinnen. Nee, die hat geschrien und ich habe keine Sniper-Munition mehr. Was sie denn? Hier unten. Wir können noch eine machen, ja.